Am kommenden Freitag ist um 15.30 Uhr die virtuelle Verleihung der Lamsbräu Nachhaltigkeitspreise und wir würden uns riesig freuen, wenn Sie mit uns mitzittern. Wobei das Zittern eigentlich gar nicht nötig ist, denn bereits die Nominierung zu einem der renommiertesten deutschen Nachhaltigkeitspreise ist uns eine Ehre. Schon um 14 Uhr beginnt das Nachhaltigkeitsforum, bei dem unter anderem Michael Braungart sein Cradle-to-Cradle-Konzept erklärt. Wir schreiben gerade an unserem Jahrbuch und haben schon viele neue Fotos, Sie aber noch nicht auf der Homepage einbauen können. Aber Ungeduldige können gerne einen Link in unsere Datenbank bekommen, da sind schon alle drin. Bitte schicken Sie uns doch auch Ihre Postadresse, sollten wir sie noch nicht haben, dann kommt das Buch Anfang Dezember bei Ihnen an. Herbert Lang erzählt im Blog die spannende Geschichte seiner Balken, aus denen wir 130 Jahre später seinen neuen Gartentisch bauen durften. Unsere Architekturpraktikantin Lisa Miller konnte in ihren Vorpraktika einige Firmen kennenlernen und erzählt über Frauen im Handwerk, Anerkennung und Sexismus in zwei grandiosen Blogartikeln. Lisa half auch bei der Montage eines Schlafzimmers, in dem wir den neuen Boden verlegten, neue Massivholztüren mit Glasfüllung einbauten und natürlich Bett, Schränke, Beleuchtung und die schicken Rollos montierten. Es war wunderbar zu sehen, wie aus einem Stapel Holz so eine tolle und einzigartige Rezeption entstanden ist, sagt Franziska Hirt, eine junge Physiotherapeutin, die weiß, was sie will. Gemeinsam haben ihre neue Praxis in Schneidach entworfen und verwirklicht. In unserer Ausstellung haben wir einen Kochcontainer aus Kirschbaum übrig, den Sie mit oder ohne Geräten günstig übernehmen könnten. In der Vorstellungsreihe der Mitglieder des Kulturverbunds hat Marina Gundel einen einfühlsamen Artikel über mein Leben geschrieben. Ganz lieben Dank dafür. Wir bedanken uns bei allen unseren Kunden, dass sie uns in der Krise die Treue gehalten haben und empfehlen Ihnen die Messe Grüne Lust mit zwei Terminen im Oktober, über deren Entstehung im Jahr 2002 wir einen Blogartikel geschrieben haben. Besuchen Sie uns unter Grumbach, wann immer Sie Zeit haben. Bis bald!